Hey ho, ich habe ja letztens einen Bacon-Schnitzel gemacht und tja, was ist die Steigerung von einem Bacon-Schnitzel? Ganz klar, ein Bacon Cordon Bleu. Und das mache ich mit einem Le Gruyère-Käse, genau. Warum nehme ich einen Gruyère? Ich hoffe, dass der nicht so ausläuft. Unterschied noch zum Schnitzel, ich werde es dieses Mal doch in der Fritteuse machen. Aber wir gehen jetzt darüber und dann legen wir los. Leider scheppert nebendran die Spülmaschine. Ich hoffe, man kann es halbwegs aushalten. Ja, aber die schalte ich jetzt nicht aus. Naja, wir fangen hier jetzt heute mit dem Käse an. Sprich, wir machen uns ein schönes Käsepaket. Den Rand mag ich nicht. Ob man den mitverwenden kann, weiß ich jetzt gar nicht. Ich schneide ihn einfach weg. Und gut ist. So. Ja, und das Ding schneiden wir jetzt uns in zwei Scheiben. Schauen wir mal, ob ich es halbwegs mittig erwisch. Brille habe ich natürlich keine auf dazu. Ansonsten ist halt im einen mehr Käse drin, im anderen weniger. Ach Gott. Am besten gleich noch Finger abschneiden. Also Käse schneiden ist echt blöd, habe ich festgestellt. Naja. Wird so auch gehen. Dann schnappen wir uns jetzt hier erst einmal an Bacon. Heute habe ich einen vom Penny und einen vom Kaufland. Gib Bacon eine Chance. Also die werden heute auch baconmäßig etwas mächtiger werden, weil wir jetzt erst einmal den Käse einpacken. So. Ja, da bricht er schon. So, wie machen wir das jetzt am besten? Für die Aktion wäre jetzt ein Hauch dünner Bacon zum Beispiel wieder besser. Wie ist der geschnitten? Ja, der ist mir fast schon wieder zu dürr. Dann kann man ja Zeitung durchlesen. Tja, da legen wir uns den halt sauber aus. Das wäre jetzt der erste Schritt. Einmal unser Käsepaket lege ich auf die Seite und dann gucke ich, dass ich das zweite auch noch schön einpacken kann. So, das zweite auch kunstvoll gemacht. Und dann können wir uns schon den Bacon raussuchen, den wir
ja, für das Schnitzel selber verwenden. Dann wollte ich eigentlich so einen nehmen. Aber der liegt mir jetzt wirklich viel zu eng. Darum werde ich den jetzt ein bisschen auffächern und neu legen. Zumindest werde ich das probieren. So. Dann platzieren wir unser Käsepaket hier drauf und der ist fast zu schmal. Ich weiß jetzt schon, was Schatzi sagt. Viel zu viel Bacon. Und dasselbe Spiel machen wir jetzt nochmal oben drüber. Ich könnte mich jetzt schon verfluchen, dass ich nicht meinen heißgeliebten Bacon vom Lidl geholt habe. Hey, die sind so unterschiedlich geschnitten. Schaut euch das an, das ist doch total Käsekuchen. Wer will, kann das jetzt am Rand noch etwas einklappen. Kann man machen, muss man aber nicht. Das legen wir jetzt da weiter rein. Und dann mache ich das zweite soweit fertig und danach hole ich euch wieder dazu, wenn ich die Panierstraße aufgebaut habe. Ja, hier habe ich wieder ein bisschen Gewürz rein. One for all, was soll ich sonst nehmen? Der, finde ich, passt da gut rein. Ei, zwei Eier dieses Mal mit Milch verkleppert. Wenn ich noch welche brauche, hole ich noch welche. Dieses Mal habe ich Mehl gleich hier rein. Und ja, jetzt probieren wir mal, ob wir die Dinger so panieren können. Ist natürlich was anderes als einzelne Scheiben. Mein Schatz ist jetzt wieder geflüchtet. Die hätte mir jetzt super helfen können. So. Erst einmal melieren. Schauen wir mal, ob wir die wieder so lecker fein hinkriegen. Und dann kleben die schon mal nicht mehr so hässlich. So. Ja. Ja, da fällt schon halb auseinander. Wie gesagt, wir werden sehen, ob wir das so gut hinkriegen. Und ab in das Panko-Mehl. Ich gebe mir auf alle Fälle Mühe. Wir werden das Ganze wieder zweimal versuchen zu panieren. Schön andrücken und hoffen, dass es stabil wird. Ja,
Ich glaube, da muss ich nachher gleich nochmal ein oder zwei Eier verkleppern. Das wird mir fürs zweite nicht ganz ausreichen und da geht es auch schon wieder auf. Klatschen wir das halt zusammen. Hilfe, wir haben Bacon verloren. Schatz, bringst du mir bitte noch ein Ei? Nach dem Handy habe ich eigentlich nicht geschrien. Ja, und das Ganze, nachdem ich noch ein Ei verkleppert habe, mit dem zweiten auch noch. Ich denke, das Ding panieren wir einzeln. Jetzt schmeißen wir nachher auch mit in die Fritte rein. Verkommen lassen wir hier nichts. Und schon gar nicht am Bacon. Haben wir jetzt die Teile, also das ist schon ein verdammt großes Monster geworden. Ich hoffe, dass das überhaupt in die Fritte so reingeht. Ja, was soll ich sagen? Wenn man einfach nur so eine Packung Bacon paniert, ist das wesentlich einfacher, als wenn man sich hier ja, den Spaß gönnt. Ich sage extra Spaß gönnt. Ja, und ein Korn und Blöd daraus versucht zu machen. Naja, gehen wir raus an die Fritte. Tja, was soll man dazu sagen? Heiß werden lassen, reinschmeißen, abwarten, fertig. Ja, ganz genau. Und das machen wir jetzt auch. Genau aufgepasst, vorher war der Ölstand niedriger. Ich habe der Fritte noch ein klein bisschen Öl spendiert. Ja, und ich hoffe doch, wenn man nachher das Bacon Cordon Bleu sanft hineingleiten lassen, dass ich das so schnell verschließt, so richtig, dass einfach kein Käse mehr austritt. Naja, warten wir's ab. Tja Leute, und ob es klappt oder nicht, ich werde das Video auf alle Fälle senden. Wenn es nicht klappt, dann wisst ihr schon mal, was ihr nicht machen sollt. Ja, ganz genau. Aber gleich ist die Fritte heiß und dann können wir es reinwuchten. So Leute, dann wären wir soweit. Ich glaube, ich fange jetzt erstmal mit den kleinen an. Die Fritte ist so auf ziemlich Vollgas. So. Dann werden wir das hier mal raus experimentieren. Und schön sanft ins Bad reinlassen. Yippie! Oh mein Gott, was sind denn das für Fladen? Ja, das zweite ist etwas größer geworden. Bist du irre oder was? Ja. Und das backen wir jetzt raus, bis es goldgelb ist. Naja, hoffe ich zumindest. Tja Leute, in der Fritte geht es definitiv wesentlich schneller als in der Pfanne. Ja, aber einen kleinen Augenblick lassen wir es jetzt trotzdem noch drin. So, gucken wir uns das Teil ja mal genauer an. Und was sehen wir? Dass kein Käse austritt. Wie geil ist das denn?
Ein klein bisschen müssen wir noch. Panierter Bacon? So cool. Bisschen dicker oder richtig dünne Scheibchen? Was ist das denn? Schweinebauchfisch oder was? Ja, und so werde ich in meiner WhatsApp-Gruppe angelabert. Danke, Oliver Hartmann. So, jetzt soll es aber reichen. Das blubbert. Und da kannst du jetzt noch ganz kurz abtropfen, während ich das zweite hineinwuchte. Cam läuft noch, wunderbar. Hoffen wir, dass es mit dem Okolyten auch halbwegs funktioniert. Hui. Bitte nicht überfluppern. Nicht schon wieder. Ja, und während der jetzt blubbert, schneiden wir da drüben gleich den anderen an. Mach mal einen konkreten Mittelschnitt. Hilfe. Oh. Oh, da kommt Käse raus. Ja. Tja, Freunde, ich würde mal sagen, das hat geklappt. Jetzt lassen wir noch Schatzi probieren. Und dann darfst du gleich aus dem Hintergrund ihr Kommentar dazu abgeben. Guten Appetit. Also Freunde, wie ich es gehofft habe, der Käse ist nicht zu flüssig geworden. Der Käse ist komplett drinnen geblieben. Die Panade wieder schön dick und... Hau. Sehr gut. Total lecker. Mal was ganz anderes. Blöden Stechviecher. Aber sehr mächtig ist auch. Ja, extrem mächtig. Ich glaube, das zweite verdrücken wir heute gar nicht mehr. Das muss ich jetzt übrigens schnell rausholen. Heiliges Blechle. Jetzt habe ich die Cam in der Hand, aber ich denke, das funktioniert auch so. Boah, schaut euch, wie da das Öl abläuft und das Fett. Hammer. Hammer. Ab auf Küchenpapier. Tja, und da war noch der kleine Fetzen, den hauen wir auch nochmal schnell rein. Ja, und dann esse ich jetzt erstmal schön weiter. Das werden wir dann wahrscheinlich erst morgen zerdrücken. Und nachher noch ein schnelles Fazit. Ganz genau, so machen wir das. Ja Leute, wer die Möglichkeit hat, mal so ein mächtiges Bacon Cordon Bleu zu machen, dem kann ich bloß raten, unterschätzt das nicht. Das Teil, das ist sehr, sehr mächtig. Ja, das Teil bleibt jetzt erst einmal bis morgen komplett übrig. Aber sehr lecker ist es auch. Wow. Für sowas kann ich wirklich bloß dem Ofer vom Klaus empfehlen. Der Rapp da drauf passt wie die Faust aufs Auge. Tja, und wenn ich jetzt den Einspieler noch hätte, hätte ich gesagt, bei der Macht vom Bacon. Aber es ist ja nicht mein Einspieler. Ich sag nur, Baconsaft gibt Manneskraft. Leute, total lecker, unbedingt nachmachen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Jakowski, bis bald.